Hallo zusammen, ich ist wieder heute da und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und heute ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um den Great Vault. Wir wollen hier mit Main einiges an coolen Loot hoffentlich rausziehen. Und ja, diesmal habe ich auch noch ein paar Twinks am Start, sind sogar ein bisschen mehr geworden. Denn ich bin mit allem die Woche recht fix durchgekommen und konnte ein bisschen LFR auch noch farmen für das Mount. Und ja, da werden wir hoffentlich das ein oder andere Transmog-Set noch voll kriegen. Oder mal schauen, was rauskommt. So, ich würde sagen, wir starten mit dem Main mal durch. Und ich brauche noch ein Trinket, was ich auf DD kriege. Deswegen habe ich jetzt hier Wildheit drin. Drückt mir die Daumen. Eine Waffe würde ich auch sehr gerne nehmen. Oh boy, was habe ich denn da drin? Ich habe schon wieder eine Hose. Also ich habe zwei Ringe, die halt, zwei Ringe, einer mit Tempo Crit, was mir nichts bringt, und einer mit Mastery Tempo. Also ich brauche halt Verse, ne? Das ist alles das drauf, was ist das, was ich brauche. Gut, das ist halt schon mal Mist, tatsächlich. Dann habe ich eine Brust, die hat auch kein Verse drauf, und die ist an dem Slot, wo ich quasi mein Set spiele, also für ein Raid bringt mir die auch nichts. Dann habe ich eine Hose, ich habe schon eine 252er Hose, hier ist auch, also, das gibt's doch nicht, ich brauche einen Set und das ist Versa und ich krieg halt 5 Items, wo kein Versa drauf ist. Wenn ich nie eh schon Kopfschmerzen hätte, ne, dann würde ich jetzt noch mehr Kopfschmerzen kriegen. Ja gut, ich werde den Kopf nehmen tatsächlich, der bringt mir für den Raid noch das meiste, die Brust, die wird mir für M+ bisschen was bringen, aber ohne Versa ist eigentlich auch Käse, ich brauche halt einfach sowohl offensiv als auch natürlich defensiv Versa. Ja, das ist leider schon wieder eine ziemliche Shitshow hier, also ja, die Brust wird zwar vom Item-Level das größte Upgrade sein, aber für den Raid ist definitiv der Kopf halt das größere Upgrade. Da habe ich nämlich noch einen 226er an, zwar hier mit Versa drauf, aber da regelt dann tatsächlich das Item-Level. So, jetzt können wir den Kopf ausziehen und da den Sockel rausmachen, entfernen, genau, und dann tun wir den hier reinsockeln. Dann habe ich da zumindest schon mal kein Low-Item mehr an, was ja schon mal zumindest ein kleines Upgrade ist. Dann sind wir da zumindest schon mal auf V10. Was haben wir denn hier für eine Quest? Muss ich mal gucken. Ah, Schlachtzug. Ah ja, stimmt, die Woche ist Schlachtzugswoche. Ja, okay. Also zumindest ist es ein bisschen ein Upgrade, aber die ganzen, die 4M+, die ich gemacht habe, waren natürlich wieder für den Gulli. Schade. Eine Waffe wäre halt hier auch mal schön. Eine 252er, die wird mir natürlich auch nochmal einiges bringen. Gut, dann hätte ich gesagt, ich verkaufe den Kopf, weil den werden wir nicht mehr brauchen tatsächlich. Dass wir gleich schon mal ein bisschen das Inventar aufräumen und dann loggen wir um. Und vielleicht kriege ich ja mit dem Twink noch das ein oder andere raus, wo man sagen kann, hey, das ist eine gute Geschichte, die bringt mir zumindest für den Twink ein bisschen gear-technisch was und oder halt am besten auch Transmog, denn es gibt hier so ein Achievement, dass du die Sets voll haben willst oder musst, wie nachdem, genau hier. Und da fehlt mir halt noch das ein oder andere, im LFR fehlen mir noch 3 Teile, gut, im NHC noch 2 und im HC fehlen mir auch noch ein bisschen was. Und im Mythic hatte ich bis jetzt noch gar kein Glück, ne? Gut, ich habe bis jetzt den ersten Boss nur umgehauen, aber schon ein paar Mal und der will halt leider nichts rausrücken. So, dann gucken wir mal, was haben wir mit dem Twink drin. Wir haben eine Waffe drin und ein Trinket und das bringt dem gar nichts. Komm, wir nehmen mal das Trinket, vielleicht ist das in irgendeiner Situation... Oder soll ich das Zeug hier nehmen? Warte mal. Ich glaube, das Trinket bringt mir... Ich nehme mal diese Währung. Keine Ahnung, ob mir die irgendwas bringt. Ich glaube, da kannst du so komische Ressourcen kaufen, weil nichts von beiden ist irgendwo ein gutes Upgrade. Dann können wir das mal ausprobieren hier. Hier war das doch irgendwo. Genau, du kannst dir 1000 Stygia kaufen. 175 Anima, okay. Seelenasche. Katalogisierte Forschung, okay. Und 3 kriegst du 5 Kortier-Kristall. Das wird ja noch das Sinnigste sein bei dem Twink hier. Sind das denn halt fast 10k Gold, ne? Ist besser als nix. Ist jetzt nicht toll, aber besser als nix. Okay, also der erste Char, der hat schon leider mal nichts gekriegt. Schade. Loggen wir mal weiter. Vielleicht haben wir... War ich mit 8 Chars im LFR drin? Könnte sein, ne? Bisschen am Mount farmen. Hier das von den 9. Mit manchen habe ich noch ein bisschen weiter gemacht, um so das ein oder andere Transmog vielleicht noch rauszuziehen. Warte mal, haben wir hier...
Ja, wir haben eingeloggt. So, dann gucken wir mal, was kriegen wir hier? Eine Schildhand, die ich nicht habe. Und Handy, die ich habe. Gut, mit dem habe ich auch viel umgestellt, weil ich da noch ein... Also ich brauche kein Heilerteil, aber für Transmog habe ich jetzt hier was zum Heilen bekommen. Nehmen wir das mit. Die Hände wären vielleicht sogar besser, aber was die Twinks an Gear haben, ist mir wurscht. Ich will hauptsächlich das Transmog halt fertig kriegen. Ja, seht ihr, das ist doch nice. Das können wir zwar nicht brauchen, aber... naja, kriegen wir zumindest das Set voll. Komm, ich nehme auch gleich mal diese Quests an, denn, vielleicht für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, die Woche ist ein Event und zwar schimpft sich das, das ist so ein Kinderspiel, schimpft sich das, oder K-Inder-Spiel, wenn man es so ausspricht, wie es Blizzard geschrieben hat, also KI und dann Kinderspielrauferei, die bringt sehr viel Ehre und diese Ehrenabzeichen. Und damit kann man sich dann halt auch Transmog und Zeug kaufen. Also, wenn ich habe es jetzt noch nicht großartig getestet. Ich war jetzt in einem drin, das ging sehr schnell. Ich glaube, innerhalb von 5 Minuten waren wir durch. Und habe dann ein Ehrenabzeichen fürs Abschluss oder für den Abschluss bekommen und 5 für die Quest, dann ein bisschen extra Ehre. Wie viel Ehre das BG an sich bringt, weiß ich nicht, weil ich war leider mit dem Charm capped. Das war ein bisschen dumm tatsächlich. Also, da sollte man vorher gucken, das muss man nur ausgeben. Aber, ja... In den vergangenen Jahren, als dieses Event war, war das immer sehr, sehr lukrativ, das mitzunehmen. So, dann gucken wir mal im Monk hier rein, was wir da drin haben. Mir Loot. Oh nö, komm. Also das ist doch der Transmog-Albtraum. Ich krieg eine Halskette und einen Ring. Na gut, dann nehmen wir die Halskette, oder? Da haben wir nämlich niedrigeres Item-Level. Ey, ich bin immer nicht so... Weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, dass du hier warten musst, ne, mit dem Klicken. Also so fürs Missklicken kann ich mir schon vorstellen, dass es gut ist, aber trotzdem finde ich es ein bisschen nervig, dass du immer warten musst. Gut, ich hätte jetzt hier eigentlich auch... Oh, mein Questlog ist voll. Ihr gut, was schmeißen wir raus? Schloss Nasria, das brauchen wir sicher nicht mehr. Weg damit. Schade, ich hoffe, ich kriege das Lederset noch irgendwie voll, ne? Das wäre mir schon ganz lieb. Weil jetzt, ich habe das Mount übrigens bekommen, ich will zwar keinen spoilern, aber das LFR-Gefarme hat sich rentiert. Und jetzt müsste ich eigentlich nur noch wegen Transmog tatsächlich in den LFR rein. Also, weiß ich nicht, ob ich dann da noch so oft reingehen möchte. Wenn ich es halt über ein Vault auch kriegen kann. Ah, die habe ich auch schon. Ach komm, nehmen wir den Ring einfach. Schade. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich glaube, ich kann auch im LFR nicht von allen Bossen den Loot kriegen, weil ich ja, also, ne, letzte Woche waren nur die ersten 2 Teile offen. Da kannst du nur eine bestimmte Anzahl von Bossen töten. Und ich glaube, die von den letzten beiden kannst du tatsächlich dann noch nicht kriegen, also den Loot. Wobei ich, glaube ich, mal geguckt habe, also wenn man alleine dieses Single-Transmog haben will, also diese Sachen, die gleich aussehen, dann kann man, glaube ich, auch ohne die letzten 2 Bosse alle Slots bekommen, meine ich zumindest. Aber das müsste ich nochmal nachschauen. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, dala. Nein, was kriegt denn hier ein Hals? Na gut, der Char hat einen 160er Hals an, mit dem Hexer, ne, weil der ja kein Ledertransmog holen kann. Da war ich dann nur die ersten 3 und habe versucht halt das Mount mitzunehmen und bin dann nicht mehr alles gelaufen. Naja, gut, hat er zumindest da so ein kleines Upgrade. Die Quest habe ich anscheinend schon angenommen. Okay. Können wir da auch wieder weiter loggen. Jetzt müssten mir langsam die Chars ausgehen, oder? Ne, beim Hunter, da war ich noch am Start. Dann gucken wir mal. Hier haben wir noch einen Lederchar. Also ihr seht, ich habe schon einige LFR-Teile durchgeballert, weil ich mit der Necrolord-Inversion relativ früh schon fertig war. Und dann hatte ich komplett... brauche ich das noch? Ne, das brauche ich auch nicht, ne? Schauen wir mal, was habe ich an... Also, klar, ich könnte jetzt auch die Courtier-Kristalle mitnehmen, aber das macht es auch nicht fett tatsächlich. Vielleicht farme ich mit den Chars irgendwann mal, wenn Zeit ist, dann auch den NHC oder HC-Transmog-Gedöns. Und ja, wenn sie dann ein bisschen Gear haben, kommst du vielleicht einfach in eine Gruppe rein. Also die sind im Moment zu 200 Item-Level, irgendwie was rum. Das ist jetzt nichts Berauschendes. Ich glaube, das müssten sie jetzt hier gewesen sein. An Chars.
einen haben wir noch, mein Hunter. Und dann sind wir durch. Dann haben wir mit allen 8 Chars hier den Vault aufgemacht. Und ja, bis auf das HC-Item. Gut, und diese eine Waffe, ne? Die hat natürlich auch was gebracht. Aber es waren sehr viele Ringe und Dings drin. Was haben wir hier? Schultern. Ach, ja, Kette. Kettenschultern, klar. Die habe ich natürlich nicht, weil ich Kette noch fast gar nichts habe, transmogtechnisch. Naja, gut, also. Bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon. Ich hätte ganz gern das Lederset fertig gekriegt. Dem ist jetzt leider nicht so, aber ja, werde ich vielleicht die nächsten Wochen nochmal ein, zwei Mal da durchtigern mit den Twinks. Jetzt habe ich ja mittlerweile ein paar, die 195, glaube ich, müsste equipped sein, dass du rein kannst. Also von dem her. Die Chars habe ich jetzt soweit auf dem Stand. Kann ich das jetzt die nächsten Wochen abfarmen? Mache ich das, denke ich mal, relativ gechillt. Gut, dann sind wir da tatsächlich durch. Und ja, damit verabschiede ich mich für das kleine Opening-Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr das nächste Mal wieder sehen wollt, schaltet wieder rein. Ich wünsche euch noch viel Glück bei eurem Vault, euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.